Sports, bleiben Sie dran. Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Da schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. Sie zeigen zu Hause wirklich tolle Leistungen bisher. Beste Bilanz ligaweit. Entsprechend groß sind natürlich heute auch die Erwartungen. Mal sehen, ob sie das auch umsetzen können. Was die Taktik angeht, greifen sie immer wieder zu einer extrem defensiven Ausrichtung. Oh ja, Wolf, das sehen wir häufig. Hinten alles dicht machen, dann stehen die unglaublich tief geballt vor dem eigenen Tor. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Das Spiel beginnt. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt müssen Sie aufpassen. Haaland. Starkes Tackling hier. Super Aktion, gut geklärt. Und er gewinnt den Zweikampf. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Super Pass. Ja, da zieht er ab. Weiter gefährlich. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Und jetzt ein Schuss. Haaland. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Haaland. War nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Jetzt gibt's Einwurf. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Haaland. Das macht er gut. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Kommt jetzt die Flanke? Da kommt die Flanke. Ein berechtigter Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig.
Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt's kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Schlägt den Ball rein. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt kommt der Schuss. Unglaublich. Was war das denn? Da hat ja gar nichts gestimmt. Chance vertan, die Kugel ist weg. Wird das eine Torchance? Gibt Einwurf. Hollands. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Kurze Ecke jetzt. Gute Flanke. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Hollands. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Klasse Pass. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hollands. Schöner Pass. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Hollands. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie sind geduldig. Und jetzt die Chance. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Fängt diesen Ball ab. Schießt und den hält er fest. Gut gemacht. Hollands. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Freistoß aus gefährlicher Position. Das könnte durchaus was werden.
Der Versuch. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Wenn nicht wenig, Wolf? Nix. Gar nix. Und das war auch nix. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Haaland mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kann er sich den Ball holen. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Der Freistoß, klare Sache. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Und die Flanke. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Ja, abseits. Richtig. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Sie sind zu Hause einfach gut zurzeit. Liegen hier auch vorne nach Durchgang 1. Bislang sind sie ja das Team mit der besten Heimbilanz. Und das soll sich hier heute natürlich fortsetzen. Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang. Und weiter auch mit dem Sauwetter. Es regnet immer noch. Schöne Aktion. Er ist noch heiß. Aus diesem... mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Guter Ball nach draußen. Da ist die Flanke. Abgeblockt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh ja, super den Einwurf erarbeitet. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Der Trainer nimmt ihn runter. Die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, und dann muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht weitergeht. Kommt jetzt die Flanke. Gut geklärt vom Torwart. Jetzt wird es Ecke geben. Die Ecke kommt rein. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion.
Haaland. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt der Schuss! Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kommt der Pass. Gute Chance. Jetzt schießt er. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Mit dem Vollspann. Klasse gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Haaland. Und das ist der Ballverlust. Auf außen ist Platz. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gut abgefangen, dieser Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Wird's jetzt gefährlich? Gutes Zuspiel. Er versucht's. Da ist er frei. Er schießt, aber gehalten. Unglaublich, da waren schon alle geschlagen in dieser Situation. Nur der Torwart ist noch da und reagiert großartig. Das sieht gut aus. Und jetzt der Schuss. Da klatscht der Schuss. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Es war natürlich viel Pech bei diesem Alu-Treffer gerade. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Abstoß, Ball war draußen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Super dazwischen gegangen. Sie kommen über den Flügel. Flanke jetzt. Und er schießt. Und Ecke. So, Ecke kommt. Geht er rein? Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie.
Haaland. Auf außen ist jetzt Platz. Ah, der bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Guter Pass. Hereingabe kommt lang. Da geht auf jeden Fall noch was. Sie sind nah dran und könnten erneut treffen. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Sauber vom Ball getrennt hier. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ja, der geht im Moment weite Wege. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Da schießt er. Was für ein Tor! Sie haben so eine Spielfreude. Kein Wunder, dass Sie hier noch ein Tor gemacht haben. Kurz vor Schluss legen Sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Schwache Aktion, Ballverlust. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Zu Hause sind sie stark, auch beim Sieg heute. Sie sind ja ohnehin die Mannschaft mit der besten Heimbilanz und auch das heute war wieder eine tolle Leistung.